Alkohol macht müde und fett. Beides ist für Jugendliche uninteressant. Disziplin, Leistungs- und Durchsetzungsfähigkeit rückten in den Fokus. Die Jugend verzichte auf körperschädigende Substanzen und setzte stattdessen auf Gesundheits- und Sporttrends, schreibt die Süddeutsche am 18. Mai 2017. Und in diesem Sinne, moin ihr Lauser und herzlich willkommen hier auf Krachmogger TV. Ich das schon lese, ne? Müde und fett, Disziplin und Leistung. Alter, in was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich mittlerweile? Habt ihr euch eigentlich mal umgeschaut? Ich meine, wann, wenn nicht jetzt, habt ihr wirklich die idealen Voraussetzungen, um euch von morgens bis abends volllaufen zu lassen? So. Alles um uns herum hier geht echt den Bach runter, ne? Und jetzt habt ihr Bock so auf Smoothies und Liegestütze oder was? Ey, kleine Story. Ein Kollege hatte mir vor einiger Zeit einen Gutschein geschenkt zum Geburtstag. So, lass mal eine Sauftour machen, sagt er. So, ich bin aus Hamburg mittlerweile raus. Hier auf dem Dörbgen läuft dort alles ein bisschen anders. Haben uns also auf dem Freitagabend da in Bückeburg absetzen lassen. So. Bückeburg. Lass ich mal wirken. Also, na egal. Wir also rein in der Kneipe, 3-4 Bier getrunken. Alles wunderbar. Aber Sauftour heißt nun mal auch weiterziehen. So, wir raus. Nächste Kneipe gesucht. So. Ja, da war es auch. Einzige, die er gefunden hatte, hat er geschlossen. Wie er so wie hingestellt und nicht abgeholt, da durch die Innenstadt. Sitzen da drei Jugendliche, einer hat den Sodom-Shirt. Dann dachte ich, komm, gehst mal hin. Frage ihn, was ist denn hier heute noch los? So? Ah, nee, weiß ich nicht, keine Ahnung, nix so. Frage ich weiter, wie sieht's denn aus? Habt ihr noch Bock, ein Bier zu trinken oder so? Und er, nee, weißt du, morgen noch früh aufstehen und so Ausbildung. Ich gucke ihn an, so frage mal, wie alt bist du eigentlich so? Und er, ja, 19. Und ich sage, weißt du, mit 19, da bin ich noch viermal die Woche losgezogen. Da bin ich Freitagabends los, habe bis 4 Uhr durchgesoffen und Samstagmorgen um 8 Uhr habe ich auf Arbeit gestanden. Ne? Wann ist aus Sex, Drugs and Rock'n'Roll eigentlich Kuscheln, Brause, Postrock geworden? Kann mir das mal irgendjemand erklären? Ich meine, die geilsten Storys, an die ich mich erinnere, da war ich voll wie 1000 Seemänner. Da waren wir Sternhagel voll. Die Partys waren nicht so geil, weil wir nach dem zweiten Bier gesagt haben, komm, lass mal irgendwie auf den Pfefferminztee umsteigen. Nee, da haben wir die Vernunft einfach mal Vernunft sein lassen und haben gekelcht. Macht ihr das heute nicht mehr oder was so? Gut, muss natürlich auch sagen, so als Musiker, oh, ein bisschen lachen, wenn ich mich selber als Musiker bezeichne. Aber gut, da hast du natürlich noch ein bisschen die Möglichkeit, so das Sauftum zu poetisieren. Ne? So der betrunkene Künstler und so. Verzeiht. Ich habe da ein ganz schönes Zitat gefunden und damit möchte ich das auch beenden. Es war der gute Udo Lindenberg. Der hat ja auf seinem vorletzten Album da schöne Zeile rausgehauen. Lass mich mal eben. Hier, von dem Album. Nasses Gold. So. Einmal mal zuhören. Wahnsinn und Genie, hat er oft gedacht. Was für ein schönes Paar. Besonders an der Bar. Wie füreinander gemacht. So soff er im Extrembereich, studierte Mengenlehre. Und stellt sich vor, wie es mit Freud und Bukowski wohl ohne das Ballerzeugs gelaufen wäre. Und in diesem Sinne, Freunde, scheiß auf Grauzone. Blauzone. Oh, jetzt machen wir erstmal Pause. Ja, das ist das, was ich meine. Ne? Kommen Sie jetzt mittlerweile an mit, ja, Kolbe ist auch erwachsen und so, nicht mehr wie früher, können uns auch nicht irgendwie bis zum Ende volllaufen lassen. Ach, keine Ahnung, vielleicht bin ich irgendwann stehen geblieben. So, ich verstehe es nicht. Ey. Prost erstmal. Oh Gott, komm mal weiter. Jo, so den ersten Teil kann man natürlich ein bisschen mit einem zwinkernden Auge sehen, ist klar. Worüber ich eigentlich sprechen möchte, ist ein anderes Thema, was eben da auch mit diesem Vernunftsthema zu tun hat. So, oder sich einfach mal gehen zu lassen. So, es geht jetzt um Live. Und zwar habe ich da im Internet letztens wieder was gelesen, so ich gedacht habe, hey, Magazin brauche ich nicht nennen. Es ist einfach exemplarisch für so viele Konzertberichte, die ich schon gelesen habe, wo ich... Hört einfach mal kurz zu. Ob man sich dabei derart selbstdarstellerisch vor dem Publikum auf der Box aufbauen muss, darf jeder für sich selbst entscheiden. Wenn ich sowas lese, dann kriege ich so einen Hals, ey. Wisst ihr warum? Stichwort ist einfach Adrenalin. So.
du kommst auf die Bühne, du bist, zumindest ist es bei mir so, ich weiß nicht, ob es bei anderen anders ist, hypernervös, du hast einen Adrenalinausstoß sondergleichen, das kann ich einfach gar nicht, ich kann nicht mal irgendein Beispiel davon heranziehen, du gehst auf die Bühne raus, Kopf geht aus, einfach nur noch gerade Scheuklappen und Angriff so. Die Situation, zu der dieser Zweiteiler da geschrieben worden ist, war folgende. Es war einer der letzten Tage einer 8-Tage-Tour. Ich habe gerade Gastgesang eben, sollte ich machen für befreundete Band, Harakiri for the Sky. Letzter Song auf einem großen Festival. Ich gehe raus. Publikum, echt, wie gesagt, man kann es nicht beschreiben, man muss es, glaube ich, selber erleben. So, aber das Adrenalin geht hoch, du siehst das Bühnenende, du siehst da vor dir, da steht noch eine Box. Was machst du? Du gehst einfach drauf. Und warum machst du das? Ja, nenn es von mir aus Selbstdarstellung. Aber es ist live auftreten, das heißt auch gleichzeitig eine vollkommene Übertreibung. Natürlich Authentizität, das ist vollkommen klar. Aber vor allen Dingen aus sich raus. Emotion, das ist eben auch so ein Ding. So, du machst doch nicht Musik irgendwie, weil du in so ein, stumpfer Klotz bist, sondern du musst die ganze scheiß Emotion, die du sonst gesammelt hast, irgendwie rauslassen. So. Und da passieren solche Sachen. Und zum Thema Emotion, du kannst natürlich einen Auftritt vorher üben. So, und du kannst dir auch von mir aus eine Performance irgendwie ausdenken, die du da machst. So. Aber das Problem an Emotionen ist ganz einfach, die lässt sich, wenn du sie einfach rauslässt, nicht mehr kontrollieren. Und dann können einfach auch Sachen passieren, die für andere dann überbordend erscheinen. So. Ich denke dann immer, wenn ich Leute sagen höre, so, ja, emotionaler Auftritt und ich möchte natürlich einen emotionalen Auftritt sehen, so, denke ich mir so, ja, das sagt ihr und was ihr meint, so, das ist, ich habe eine ganz bestimmte Vorstellung von dieser Band und genau so muss das dann auch auf der Bühne sein und dann gucke ich mir diese Band an und wenn die auch nur um einen Millimeter davon abweichen, so, was ich in meinem Kopf hier habe, ne, dann ist das gleich so, oh, was ist denn das für eine Übertreibung und das haben die doch nicht nötig und so ein ganzer Scheiß, ey. So, da denke ich mir dann so, was ist eine Band, die für euch genau das Richtige wäre? Kennt ihr Batushka? So, wenn ihr jetzt nicht aus dem Black Metal kommt, das ist so im Moment so der Okkult-Black Metal-Hype. So. Da denke ich mir, bringen da irgendwie so ein Pop-Album raus, machen dazu dann irgendwie so eine okkulte Orgie, Litanei, keine Ahnung, scheißegal, wie sich das nennt. So. Bei so einer Band, da kannst du davon ausgehen, du guckst so 10 Tage hintereinander jeden Abend an und das wird jeden Abend genauso aussehen. Ja, wenn ihr sowas gut findet, dann ist das schön, dann macht das, aber das ist nicht mein Verständnis von Musik so. Für mich ist Musik alles rauslassen, eskalieren und da geht auch einfach mal irgendwas daneben. Es kann auch mal sein, dass man sich dann vorher irgendwie zulaufen lässt. So, gut, dann haut man halt mal ein paar Ansagen raus, die nicht so geil sind. Passiert aber. So, Batushka denkst so, ich stehe jetzt nicht so auf Watain, aber das wäre jetzt so ein Beispiel, wo dieses Thema immer noch mit Feuer rübergebracht wird, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder eine Band jetzt so aus meinem Freundeskreis zum Beispiel, Arroganz, die stehen nicht auf der Bühne in ihren Straßenklamotten, gucken irgendwie auf den Boden und ziehen dann so ihr Ding durch. Das sind nette Leute hinter der Bühne, aber wenn die auf die Bühne gehen, dann ist nur noch Hass und dann geht das nur nach vorne und irgendwann steht der Schlagzeuger mehr oder weniger auf seinem Drumkit drauf und schlägt auf alles ein. Aber genau so was will man sehen, so was muss, so genau so muss es doch sein. So, und da, Eviga von Dornreich, so, also großer Fan der alten Sachen, danach ist das halt nicht mehr mein Ding, so, aber der hat das letztens auf den Punkt gebracht, so. Ja, das, Leidenschaft und Hingabe. So, das drückt für mich genau das aus, was eine Band irgendwie leisten muss. So, und jetzt haben wir das Thema gehabt, um nochmal zurückzukehren. Pure Vernunft darf niemals siegen. Keiner will Langweiler sehen und keiner hat doch, man hat doch nur dieses eine Leben. Lebt das doch einfach. Meine Güte, dann sauft irgendwie mal ein zu viel, habt einen schönen Abend, ist doch gut. Ja, passiert auch irgendwann mal ein bisschen Scheiße, kann halt sein, ist halt so. Aber es ist halt nicht immer alles nur Sonnenschein so. Und wenn ihr auf ein Konzert geht, dann wollt ihr einen geilen Auftritt sehen. Und wenn ihr einen geilen Auftritt sehen wollt, dann braucht es eben auch eine Band, die aus sich herauskommt so. Keine Ahnung, ob das jetzt Sinn gemacht hat, was ich hier gesagt habe. Ich kann das jetzt nicht alles schneiden, ich müsste komplett von vorne anfangen, darauf habe ich keinen Bock, deshalb machen wir jetzt hier Schluss. Bis nächste Woche, Freunde.